Ich wähle dich, Sonic Shadow Fusion Mon! Einen Moment, Sonic Shadow Fusion Mon muss sein Mikrofon ändern. Das habe ich ja vollkommen vergessen. Das würde ich auch noch machen. Oh mein Gott, auch das noch. Oh mein Gott, technische Pannen. Dann nehmen wir das halt als Testaufnahme. Muss ich sowieso einstellen, wie der Sound passt. Von wegen Testaufnahme, passt doch jetzt. Was zur Hölle, oh mein Gott. Nein, ich muss das... Nein, das wollte ich gar nicht. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Einen Kampf ausgelöst. Ständig. Oh mein Gott, ich bin Shadowfang 2K7. Und ich habe hier, glaube ich, wen habe ich denn hier dabei immer noch? Sonic Shadow Fusion. Ja, wir sind hier schon mitten in der Action bei Digimon World Data Squad. Ja, ich habe diesmal das Hauptquartier einfach mal weggelassen. Weil das kostet nur unnötig ein paar Sekunden. Aua, voll in die Fresse. Ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt machen wollte. Warum habe ich immer noch... Ich glaube, du wolltest ein kleines bisschen Digimon farmen für die Digitation. Ja, warum hab... Das... Ich glaube, ich hau mir Gatomon wieder rein. Allemals besser als Demi Devimon. Moment, wie ging das nochmal? Gatomon, Demi Devimon, die hast du doch beide nicht. Doch. Wie ich Gatomon hab. Hier hab ich ja, stimmt. Ich war ja beim Ende der letzten Aufnahme irgendwann weg, weil Klo und Abendessen und so. Keine Ahnung, ja. Und hier ist Demi Devimon, wie gesagt. So, wie ging das nochmal? Erstmal dich langsam machen. Ha, ich liebe ja. Dieses... Ich liebe das schon so lange her, dass wir fast die Routine vergessen haben. Ich liebe diese Taktik. Da, dich stark machen. So, Demi Devimon ist jetzt auf Boss-Niveau. Das ist jetzt Demi Devimon Stern. Oder Demi Devimon Stern. Ja, Digimon Adventure PSP halt und so. Ne? Ja. Unterschätzt nie einen Numemon, wenn es zwei Sterne hat. Allerdings. Dann stimmt. Yes! Jawohl! Keine Ahnung. Okay, was wird jetzt daraus? Das wird mich auch interessieren. Oh Gott, das Mädchen macht Digisoul Charge. Das hat sie nur beim ersten Mal gesagt. Diesmal hat sie nur gesagt, you can do it. Vor allem sie charge ja nicht mal. Das ist kein Digisoul Charge, das ist ein Möchtegern Ja, es ist einfach wie Dingens hier, wie Beelzemon, ne? Damals. Jetzt ist mir das Sonic Shadow Fusion abgekratzt. Verdammt. Ja, mal gucken, vielleicht kommt er ja zurück. Auf jeden Fall, ich mag nicht, was daraus geworden ist. Das war nicht meine Schuld. Ja, und guck mal, was draus geworden ist, wer jetzt gedacht. Fäkalien schmeißen! Oh Gott, das ist nur Memon geworden, oder? Jupp. Ich glaube, das war nicht zu überhören. Ich sollte da echt die Aufnahme kurz stoppen, wenn sowas nochmal ankommt. Ja, ich bin immer noch leicht krank. Aber ich muss ja auch irgendwann mal wieder was aufnehmen. Erstmal das und außerdem haben wir gerade Bock. Genau. Ich meine, wenn man Bock hat. Ich meine, es ist ja nur 6 nach 1. Nachts, wohlgemerkt. Und jetzt sagt mir nicht, es ist 13 Uhr, ne? Wir sind nachtaktiv geworden über die Zeit. Ja, verdammt. Und ich bin nicht müde. Naja, ich habe ja heute auch schon, naja, diverse Sachen gemacht. Nicht nur einmal. Kaffee getrunken? Nee, so andere Sachen. Je nachdem, wann man es macht, wird man entweder müde oder man wird wach. Geduscht? Nein. Ja, das sind beides Dinge, die in dieses Thema fallen. Ja, bist du halb. Du nix, Numemon. Du, habe ich überhaupt noch was anderes? Nicht. Ja, jetzt kommt wieder dieses ewige Gucken. Ich verschwende jetzt mal wieder eine Folge mit in Galaxie rumgucken. Ja, und jetzt lädt's wieder. Ach ja, White Agumon haben wir ja hier. Nee, den wollte ich nicht. Stimmt, Gatomon ist ja hier in dem Baum gar nicht vertreten. Fällt mir auch gerade auf. White Devimon. Ja, Gatomon ist nämlich bei...
bei Lalamon. Ja, mir ist der Name entfallen. Ich habe an fliegende Walnuss gedacht, aber irgendwas hat da nicht gepasst. Ja, so Blumendingens. Weißt du noch, als Yuffie einfach mal gemeint hat, ihren Propeller festhalten zu müssen? Ein oder mehr Digitation zu Virus Buster. Naja, gut. Wo haben wir Virus? Du bist kein Virus Buster. Du bist ein Virus Buster. Hoffe ich mal. Ja, und dafür muss ich wiederum Virus Buster aufs Maul hauen. Das hasse ich. Ja, aber weißt du, das erhöht sich jetzt nicht allzu sehr von Angemon zu Angewurmon oder sonst was. Ja, stimmt. Außerdem begegnest du da mehr als genug Virus Bustern. Du hast also die Chance. Und Int habe ich mit Kyubimon auch genug. Ach ja, Kyubimon. By the way, Bild! Oh, ach ja, er ist ja abgeschmiert. Ich möchte ihm vielleicht wieder ein Bild geben. Ach, deswegen hast du auch gefragt, was draus geworden ist. Ja, kam nicht von ungefähr. Gut, der Frame-Counter ist noch immer im Bild. Das heißt, es wird auch immer noch aufgenommen. Es wird jetzt nicht das Skype-Fenster aufgenommen wie damals. Solange sich die Framerate ab und an mal updatet, ja, dann ist das so. Es reicht einfach, wenn die Zahl da ist und dass er rot ist. Wenn sie plötzlich irgendwo anders auftauchen würde, was ich eigentlich nicht verstehe, wie das geht, dann nimmt sie was anders auf, so. Was ich an diesem Gebiet hasse, es ist einfach verdammt groß und verdammt unübersichtlich. Deswegen habe ich auch beim letzten Mal keinen Bock mehr gehabt. Ja, es ist eine riesige Stadt und riesige Städte haben so an sich ab einer gewissen Stelle entweder uninteressant oder überall gleich auszusehen. Ich hätte nämlich jetzt noch nach rechts gekonnt und nach unten, glaube ich. Man muss sich schon eine Karte von dem Ort malen, wenn man durchkommen will. Ja, hier bin ich beim letzten Mal auch lang gerannt. So, machen wir es wie immer. Die ersten paar Kämpfe können wir ja aufnehmen und dann, ja, raus. Naja, wie üblich, halt, ne? Ja, das bei 3 Stunden aufnehmen, nur 2 Stunden mal da rauskommt. Wenn es hochkommt. Okay, das ist jetzt eine sehr ironische Kombination gewesen. Ein Virus Buster. Devils und ein Angemon, die Erzfeinde schlechthin. Ein Virus Buster Nightmare Soldier Sandwich. Wenn man so sagen will. Ja, verdammt. Oh. Hast du gerade, also willst du es ja auch. Hä? Ach, Kyubimon sieht so geil aus. Sieht mehr so, als hätte die Augen fast zu, aber. Ja, auch wenn er immer noch nicht, ich wollte gerade sagen, auch wenn er immer noch nicht genug Schlaf bekommen hat. Kann der irgendwie one-hitten? Ich glaube, ich kann es mal probieren, aber Angemon schafft. Kopfnuss! Kyubimon eigentlich. Was ist Kyubimon eigentlich? Ein Fuchs? Sieht man das nicht? Nein. Typ. Metal Emperor? Nee. Metal Emperor, Nature Spirit. Ja, auch. Nature Spirit. Muss man sagen. Damit dir darf ich ja nichts umbringen. Obwohl ich darf schon mit dir was umbringen. Nightmare Soldier brauche ich ja jetzt eigentlich erstmal nicht mehr. Ich wollte ja wirklich erstmal Dingens hier, na, sag schnell. Na hier. Virus. Nein, hier, Commander Samsons Partner freischalten. Kudamon. Ach, stimmt, genau. Ja. Das heilige Digimon. Was heilig ist. Das heilige Eisvieh, das sich selber in Eisdorf verwandelt. Um in der Staffel seine Freunde zu retten. Ja, da war ja was. Odins Atem. Und so. Mit Kaffee. Ich glaube, man dürfte auch an meiner Stimme hören, dass ich nicht ganz gesund bin. Ach, das geht schon. Meine Stimme kratzt auch ein kleines bisschen. Mein Gott, er rammt mir seinen heiligen Stab sonst wohin. Wobei es da vielleicht eine Idee wäre, mir Eistee einzugießen. Das wäre zum Beispiel mal ein Schritt. In die richtige Richtung. Null! Ich glaube, ich weiß, warum meine Stimme kratzt. Mein Vater hat mir heute eine Salami-Pizza geholt, aber eine andere als normalerweise. Da war dann auch schon mal Pepperoni drauf. Ah, ich muss mich wirklich beherrschen, manchmal nicht zu husten gerade. Das gewinnende Gerade!
Bam! Crit. Tot. Naja, Winning Straight heißt, glaube ich, ein bisschen was anderes. Doch. Vielleicht eher so gewinnende Faust oder so etwas. Ja, ja, ich weiß, es heißt normalerweise Fist, aber wir reden hier vielleicht von Boxer-Englisch. Hey, die haben genau gleich 4. Nice. So, aber Zeit, dem Engel eins ins Maul zu hauen. Will-O-Wisp-Ball! Auch wenn das eher Tropfen sind wie Bälle, aber naja. Wir reden hier von Bandai. Ja, kann passieren. Das wurde gerade alles nicht aufgenommen und ich habe trotzdem mein Headset abgenommen. Deswegen auch immer. Wahrscheinlich, weil ich denn nicht mit voller Lautstärke ins Ohr husten wollte. Ja, das ist eine clevere Strategie beim Let's Play. Ach nee, Moment, der hat doch schon doppelte Power. Der müsste eigentlich aussetzen. Scheiße. Aber by the way, hast du dir eigentlich meinen ersten Part von der Adventure schon angesehen? Nö. Ich guck mir keine Spiele an, die ich selber zu gut kenne. Ich weiß, ja. Aber ich habe ein neues Overlay reingetan, weil Sega hat Sonic Adventure DX in Anführungsstrichen HD auf Steam veröffentlicht. Ja, HD. Das HD bezog sich darauf, die normale Auflösung und ein Overlay außenrum, dass das HD dann auch ausfüllt. Wow. Wow. Hässlich. Lila mit schwarzen Streifen drin. Le hässlich. Le hässlich, le dämlich, le scheiße. Le Sega halt. Boah, ich hab keine Ahnung, wo es lang ging. I have no idea what I'm doing. Ich glaub, über die Risse drüber herlaufen kannst du ja nicht, ne? Über die großen nicht, nein. Und ich merke, ich war hier schon. Also zumindest bei der Truhe. Ich könnte ja mal über die Dingens hier, über die Brücke gehen. Wäre vielleicht mal eine Idee. Wow, ein Goldnumemon. Nein, das ist glaube ich nicht ein Goldnumemon. Goldnumemon ist größer. Stimmt, das und ist ultra. Einfach ein. Stimmt, das ist einfach ein Dingens hier. Das ist ein Geremon, okay. Oh mein hey. Gott, es ist Numemons eineiger Zwillingsbruder, zweieiger Zwillingsbruder. Zweieugiger Zwillingsbruder. Ja, das auch. Konnte nicht widerstehen. Metal Empire ist mir wurscht, stirb einfach. Obwohl, nee, von Mach-Gaugamon wohl kaum. Weil wir wissen ja alle, Mach-Gaugamon ist scheiße. Irgendwie. Obwohl er Ultra ist. Na gut, Yatagaramon ist auch Ultra und kann nix. Ist also nichts Neues. Ja. Obwohl, er hätte beinahe besiegt. Na gut, es ist auch nicht schwer, einen in diesem Spiel Rookie zu besiegen. Numemon ist immer noch ein Champion-Level. Wie jetzt hier auch? Ja, der auch. Okay, gut, dann war irgendwas falsch. Nee, warte mal. Die Fake-Versionen sind auf demselben Level wie die richtigen Versionen. Ja, aber Moment, Quatsch. War das nicht so, dass es hier auf Rookie eingestuft hatten? Nein, hatten sie nicht. Okay. Also ist Platinumemon dann wirklich ein Mega-Level, Digimon? Das kann sein. Ich weiß nicht, ob es hier wirklich ein müsste, wenn Goldnumemon Digimon ist. Müsste, aber Goldnumemon ist auf jeden Fall ein Ultra. Na siehst du, dann müsste Platinumemon logischerweise ein Mega Level sein. Ich könnte jetzt noch nicht gesagt, obwohl ich das auch nur im Digimon Masters Wiki gelesen habe, dass das ein Ultra ist. Ja, aber Digimon Masters ist Digimon Masters ist im Übrigen ein Scheißspiel. Oder zumindest schlechter als sein in Anführungsstrichen Vorgänger. Digimon Online RPG oder wie es heißt. Naja, whatever. Ich schweiß zu weit ab. Ich schweiß schon wieder zu weit ab. Und ich wollte gerade sagen, ich gucke deswegen jetzt nicht in der Evolution Map. Nein. Da wird es doch eh nicht angezeigt. Na doch. Ja, stimmt. Wenn ich es nicht hab, dann wird es mir nicht angezeigt. Stimmt. Habe ich hier eigentlich schon Ultra-Gegner gesehen? Ich glaube noch nicht, ne? Oh ja, doch, da. Wirklich? Wenn man vom Teufel spricht. Oh, ein Superstarmon, endlich. Wenn man vom Teufel spricht, da haben wir einen Ultra-Digimon. Schon wieder Metal Empire, stirb einfach. Kasse dich! Du hast mir nichts als Elend gebracht. Echt mal, du hattest nichts drauf, als ich zu dir digitiert bin. Obwohl, nee, Superstarmon. Hab ich Superstarmon schon? Ich weiß nicht.
Egal, auf jeden Fall deine Ausweichchance ist runter. Oder was auch immer das gerade war. Starmon und Super Starmon sind übrigens auch solche Angsthasen. Ja, ich weiß. Der wollte nur wegrennen. Sie haben wohl Angriffe drauf, die was machen. Aber weißt du, du kommst selten mit denen zum Angreifen, weil die immer abhauen wollen. Ja, du musst es, halt es ihre... Es ist schwierig, so einen Angsthasen zum Angreifen zu überreden. Musst halt ihre Tension erst verdammt hochbringen, wahrscheinlich. Ja. Oh, Hunker Down, ja. Hunker? Hunker Down, Second Chance oder Once More. Oh. What the? Oh, Geilo, in your face, Digisoul. Okay, anscheinend hat das eine Angemon ausgereicht. Dann würde ich mal sagen, hallo Kudamon. Oder White Agumon, aber das wage ich zu bezweifeln. Und Ice Devimon wohl eher auch nicht. Jetzt sagt sie wieder... Die kann sich auch nicht entscheiden. Jetzt hat sie wieder Digisoul Charge gesagt. Ich glaube, das wechselt sich ein wenig ab. Genauso wie das bei Markus so ein bisschen. Nein, Markus sagt immer Digisoul Charge. Mein Gott, bei einem fast unwichtigsten Charakter haben die sich jetzt doch kreativ gezeigt. Wie dämlich ist das? Yo, hallo Kudamon. Toll, jetzt habe ich auch wieder ein Rookie-Vieh an der Backe. Auch wenn es ein heiliges Rookie-Vieh ist. Okay, ich heiliges Rookie-Vieh. So ein langes Hinterteil. Ja, natürlich. Das muss ich ja um den Hals. Kudamon sieht aus wie ein verficktes weißes Hermelin. Wollen wir uns mal warpen? Nee, wir digitieren weiter, nein. Gott sei Dank. Aber Moment. Es kommt jetzt drauf an. Es kann halt... Habe ich vielleicht schon die Bedingung für sein Champion-Level erfüllt? Das kann gut sein. Das könnte durchaus sein, du hast ja schon so einiges gemacht. Ja, jetzt hast du gesagt, you can do it. Es kann sein, dass er Digisoul Charge nur... Da kann er sich nur schlichtweg nicht entscheiden. Oder es ist auch Digisoul Charge nur bei der ersten Digitation von einer Strecke, sag ich mal so. Taumon! Yes! Auch nicht schlecht! Ein Ultra Baby! Verdammt! Pass auf, jetzt kommt nochmal. Ich würde lachen. Ich hasse dich! Warum ist Taumon so ein scheiß Feigling? Moment, Tro. Ist doch irgendetwas, was seine Laune umstellt. Das kann ja nicht wahr sein. Oh. Ja, Strong Will, mach mal das mit Titan. Strong Will. Ja, Titan dürfte Strong Will sein. Glaube ich zumindest. Du konntest aber Strong Will in irgendwas anderes. Ja, ich könnte es interchangen, aber. Ja, Tension. Ist nicht Strong Will, aber es ist Tension. Tension ist für Angriff, glaube ich. Aber es war ja eigentlich schon strong. Ja, Tension ist. Ah! Es gibt ja noch, ich glaube, es gibt. Gab's nicht auch Angry? Ich glaube, Angry gab's auch, ne? Ja, Angry gab's auch. Das ist, wenn die wirklich sauer sind. Oh, was zum? Ach so, ja, es hat ja Hunker Down. Dummes, ich glaube, das kann auch mehrmals aktiviert werden. Ja, das ist immer so random mit den Fähigkeiten. Crit. Mhm. Voll unnötig. Wie sagte Make damals, total unnötig. Ja, es ist wahr. Ja, und das Angriff überleben, der eigentlich nicht überleben werden müsste. Ja, ist ja so, der Gegner hat noch 10 HP oder so übrig, die ganze Zeit kam kein Crit und dann kommt ein Crit unnötigerweise. Das ist sowieso so. Das kennt man doch schon aus Pokémon. Du brauchst die ganze Zeit einen Crit, damit dein Pokémon den Gegner besiegt, bevor es selber abkratzt. Du hast Glück, der Gegner macht nur sowas wie verwirren. Und der nächste Angriff ist ein Crit. Jetzt, wo das Vieh nur noch 10 HP hat, ein ganz normaler Angriff ausreicht. Das ist so typisch. Das ist schon Klischee. Yay, ein gelbes Gourmand. Ein gelb-oranges. Gourmand, Clown Yellow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. In your face. Also mal gucken, ob es was bringt. Seine Angriffskraft erhöht, ob es dann angreifen will, wer weiß. Oh!
Okay, eins muss man ihm aber lassen, er ist verdammt schnell halt. Aber das war einfach immer klar. Der könnte das ja sogar noch um 1500 erhöhen, das ist das Lustige. Verdammt. Na also, geht doch. On. Sollte das nicht eigentlich eher om? Nein, ja, es... Das ist die Schrift, die dann auf den Gegner zufliegt und ihn angreift. Scheiß drauf, mach einfach. Fox, Moment. Einer von den Angriffen... Ich glaube, es... Es hat noch einen Angriff drauf. Aber nicht Symbol Blade. Ich suche Symbol Bomb. Nein, Brush Stroke ist da noch. Ja, ich suche aber Symbol Bomb. Symbol Bomb durfte nämlich, glaube ich, auf alle gehen. Nee, stimmt. Om, das war sein Schutzschild. Ja. Ne, Moment. Greifen wir mit Fuchskarten an. Die Animation würde mich mal interessieren, aber es werden wahrscheinlich einfach nur Projektile sein. Wie immer halt. Wir kennen's. Oh, es friert ein. Wow, bringt ja noch so viel. Na dann hau rein, Rudi. Foxcard! Na, oh, es sind tatsächlich Karten! Wow! Und das macht nicht schlecht Schaden! Okay, gut, ja, okay, Nature Spirit gegen Dragon. Drache gegen Nature Spirit. Richtig. Aber trotzdem. Und doppelte Power.